We now come to the next segment on the page, dealing with his growth. Wir sind nun auf dem zweiten Teil, auf dieser Blatt, auf diesem Blatt, und es geht hier um die Entwicklung von Jesus. Let's just read that verse. Wir lesen gerade mal diesen Vers. Und 251, 52? Just the one verse. Which one? Luke? Okay. Das Kind aber, Lukas 2, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark von der Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Luke focuses on his humanity and summarizes his human development from about the age of 4 till the age of 12. Lukas, der sich für die menschliche Seite Jesu interessiert, schildert seine Entwicklung. And he gives us no details, so we have to find the details elsewhere. Er gibt uns keine Einzelheiten. Now the basic growth of a Jewish child in the first century went something like this. Die normale Entwicklung eines jüdischen Kindes im ersten Jahrhundert sah etwa folgendermaßen aus. Now in the case of Jesus, he grew up in a home that had both parents were believers. Fall von Jesus, er ist in einer Familie aufgewachsen, in der beide Elternteile Gläubige waren. It was not only a Jewish home, it was a spiritual Jewish home. Es war nicht nur eine äußerlich jüdische Familie, sondern auch ein geistliches Zuhause. At the age of 5 is when a boy was sent to school to begin learning scripture. Im Alter von 5 Jahren wurde das Kind in die Schule geschickt, um die jüdischen Schriften zu lernen. At the age of 10 he would then begin the study of rabbinic oral traditions. Im Alter von 10 würde das Kind dann anfangen, die rabbinischen Traditionen zu studieren. At the age of 12 he would be apprenticed to a profession. Und im Alter von 12 würde er dann eine Lehre anfangen, einen Beruf erlernen. If he went into his father's profession, he would stay home. Wenn er denselben Beruf wie der Vater ergriffen hat, würde er zu Hause bleiben. If he learned a brand new profession, he would be sent to live with the one that would teach him the new profession. Wenn er aber einen anderen Beruf erlernen wollte, dann ging er zu einem anderen Meister. In the case of Jesus, he went into his stepfather's profession as a carpenter. Im Fall von Jesus, da blieb er zu Hause und übernahm den Beruf seines Stiefvaters. But that alone does not explain how come he knows all that he knows by the age of 12. Aber damit ist noch nicht erklärt, wieso Jesus über so ein breit gefächertes Wissen im Alter von 12 Jahren verfügt. As an example, we can learn some things about him from the Old Testament, not touched by the New. Wir können einige Beispiele aus dem Alten Testament geben, die hier im Neuen nicht erwähnt werden. Let's turn to Isaiah chapter 50. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 15 an. Isaiah's favorite term for the Messiah is the servant of Jehovah or the servant of the Lord. Jesajas Lieblings Bezeichnung für den Messias ist Knecht des Herrn. He has several servant of the Lord passages throughout his book. Es gibt in seinem Buch mehrere Gottesknecht-Abschnitte. The most famous one is chapter 53. Der berühmteste Abschnitt ist Kapitel 53. But such prophecies both before and after. Aber Jesaja hat einige Weissagungen davor und danach. And one such prophecy is in chapter 50, verses 4 through 9. Und eine solche Weissagung ist, finden wir in Kapitel 15 oder 50? 50. In Kapitel 50. Verses 4 through 9. Verse 4 bis 9. And we're going to read verses 4, 5 and 6. Und ich lese die Verse 4, 5 und 6. Merkt auf mich, mein Volk und meine Nation, hört auf mich, denn Weisung geht von mir aus und mein Recht werde zum Licht der Völker. Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten und meine Arme werden die Völker richten. Und auf mich hoffen die Inseln und auf meinen Arm warten sie.
Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten, denn die Himmel werden wie Rauch zerfetzt werden und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid und ihre Bewohner werden dahin sterben wie Mücken. Habe ich schon gewundert. Entschuldigung. I was reading Isaiah 51. That's nice too. Auch ein interessanter Abschnitt. Okay, Entschuldigung. Kapitel 50, Vers 4 folgende. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. The key verse here is verse 4. Schlüsselvers ist hier der vierte. In that morning by morning God the Messiah was wakened by God the Father. Morgen für morgen wird der Messias vom Vater geweckt. He took him aside to train him for his messianic mission. Der Vater hatte ihn zur Seite genommen und hat ihn ausgebildet für seinen messianischen Auftrag. So besides his homeschooling and synagogue schooling, he received private tutoring from God the Father. Der Messias, er empfängt seine Ausbildung sowohl zu Hause als auch in der rabbinischen Schule, aber vor allem auch hat er Gott den Vater als Privattutor. In verse 5, even when he realized that the mission included a great deal of physical sufferings, he did not rebel against what he was taught. Und als er, Vers 5, erfährt, dass seine Ausbildung auch physische Widerstand haben wird, hat er trotzdem nicht rebelliert, sondern hat sich dem gestellt. So when that day finally came in verse 6, he gave his back to the smiters. Und als dann die Zeit der Verfolgung kommt, Vers 6, so hat er sich seinen Verfolgern gestellt. He did not try to hide his face from those pulling his beard or spitting into it. Er ist nicht zurückgewichen, er hat sich nicht denen entzogen, die seinen Bart rauften oder ihm ins Angesicht spuckten. As he suffered all these things, so on through verse 9. Und bis Vers 9 hindurch hat er all diese Dinge erlitten. Because he received private training from God the Father. Denn Gott, der Vater selbst, hatte ihn dazu ausgebildet. By the age of 12, he recognized his sonship relationship with God the Father. Im Alter von 12 Jahren wurde ihm seine Sohnesbeziehung zu Gott Vater bewusst. Now turn your Bibles to Luke chapter 2. Schauen wir in Lukas Kapitel 2. Now we'll look at verses 41 through 50. Verse 41 bis 50. Now, keeping with the Mosaic law, his parents went to Jerusalem every year at Passover. Im Einklang mit dem mosaischen Gesetz sind seine Eltern jährlich zum Passafest gepilgert. Again, showing their careful obedience to the Mosaic law. Und sie halten das mosaische Gesetz sehr penibel ein. But when Jesus was 12 years old and the Passover came, they took him there for the first time. Als Jesus nun 12 Jahre alt war, nahmen sie den Knaben zum ersten Mal zum Passafest mit. And keep in mind, that's also the year when a son was apprenticed to a profession. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies das Jahr ist oder das Alter, in dem der Sohn eine Lehre anfängt. That this is not his bar mitzvah, some teach. Das ist nicht seine Bar Mitzvah, wie einige lehren. That happens at the age of 13. Das passiert im Alter von 13 Jahren. But in preparation for it, at the age of 12, he was taken to Jerusalem for Passover. Aber als Vorbereitung dafür wird er mit 12 Jahren zum Passafest mitgenommen. And people traveled in groups both to and from Jerusalem. Die Menschen sind sowohl nach Jerusalem und wieder weggereist. From Nazareth, there was about a 3-day walk.
Von Nazareth aus war das eine Dreitagesreise zu Fuß. And so when the days of Passover were finished, which took 2 days, they went back to the towards Nazareth. Am Ende des Passafests, how long the Passover took? 2 days observance. Das Passafest dauerte 2 Tage und am Ende der 2 Tage kehrten sie nach Hause zurück. Then the third day they took the journey a full day away. Also am dritten Tag waren sie bereits eine Tagesreise von Jerusalem entfernt. That's in verse 44. Das sehen wir in Vers 44. And when they came to the camping place, they realized Jesus was not among the crowd of people they were traveling with. Und als sie beim Nachtlager angelangt waren, merkten sie, dass Jesus sich nicht mehr in der Menge der Menschen, der Reisenden, befand. So in verse 45, they took another day to get back to Jerusalem. Vers 45, sie brauchten also einen ganzen Tag wieder, um nach Jerusalem zurückzukehren. That is now the fourth day. Inzwischen ist es der vierte Tag. And then in verse 46, it took them 3 more days to find them, a total of 7 days. In Vers 46 erfahren wir, dass sie ihn 3 Tage lang suchten. Inzwischen sind also 7 Tage verstrichen. And when they found him in the temple compound. Als sie ihn schließlich finden, ist er im Tempelbezirk. Sitting with those who were doctors and experts of the Mosaic law. Er sitzt bei den Doktoren und den Experten im des Mosaischen Gesetzes. Both understanding what they were saying, but also asking them intelligent questions. Sowohl versteht er, was sie lehren, als auch, dass er ihnen Fragen, intelligente Fragen stellt. And verse 47 says, they're all amazed at his understanding and his answers. Und Vers 47 heißt es, dass sie sich alle wunderten über seine Einsichten. Not only because he was only 12 years old. Nicht nur, weil er erst 12 Jahre alt war. But also they knew he could not have been given this education in the Nazareth school system. Und sie wussten, dass er so eine Ausbildung nicht in einer Schule in Nazareth bekommen haben konnte. This is again the result of his private training by God the Father. Das ist durchaus das Ergebnis seiner Ausbildung durch Gott selbst. Now when his mother finds him, she shows a very Jewish character. Als die Mutter ihn schließlich findet, zeigt sie sich sehr jüdisch. Because the nature of Jewish mothers is to try to make their children feel guilty. Zum Wesen der jüdischen Mutter gehört es, Schuldgefühle in ihren Kindern zu wecken. There are many Jewish stories about that theme. Dazu gibt es eine ganze Reihe von jüdischen Geschichten. For example, a mother bought her son 2 shirts. Zum Beispiel, eine Mutter kauft ihrem Sohn 2 Hemden. So he put one on. Sie sagt, zieh eins an. His mother says she didn't like the other one. Also der Sohn zieht eins an und die jüdische Mutter sagt, und das andere Hemd hat dir nicht gefallen? So he feels guilty for not wearing the other shirt. Und so fühlt er sich gleich schuldig, weil er das andere Hemd nicht angezogen hat. Another story goes something like this. Eine weitere Geschichte. How many Jewish mothers does it take to screw in a light bulb? Wie viele jüdische Mütter braucht es, um eine Glühbirne einzudrehen? Just one. Nur eine. She sits there and says, "That's okay, children. I'll just sit here in the dark." Warum? Weil sie sagt, sie sitzt da und sagt, ist schon recht, Kinder, dann sitze ich eben in der Dunkelheit. In New York City, the Jews live next to the Italian neighborhood. In New York leben die Juden in Nachbarschaft zu den Italienern. And the story goes like this. Und dort gibt es folgende Geschichte. What's the difference between a Jewish mother and an Italian mother? Was ist der Unterschied zwischen einer jüdischen und einer italienischen Mutter? The Italian mother says this to her child. Die italienische Mutter sagt folgendes zu ihrem Kind. If you don't finish eating your dinner, I will kill you. Wenn du dein Essen nicht, wenn du dein Teller nicht leer machst, dann bringe ich dich um. The Jewish mother says this. Die jüdische Mutter sagt dagegen. If you don't finish your food on your plate, I'll kill myself. Wenn du den Teller nicht leer isst, bringe ich mich selber um. And here Mary betrays that kind of a system. Und hier passt Maria durchaus in dieses Bild der typischen jüdischen Mutter. A Jewish mother likes to say, "How could you do this to me?" Und die jüdische Mutter sagt, wie konntest du mir das antun? That's what she says in verse 49. Und das sagt sie genau in Vers 49. Son, why have you dealt this with us? Und sie sagt, Sohn,
warum hast du uns dies angetan? After all, your father and I were seeking after you in sorrow. Immerhin, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. And he responds to her, not accepting a guilt trip. Und er antwortet ihr, aber er lehnt diese Schuldgefühle ab, er weist sie von sich. Verse 50, why did you spend all this time looking for me? In Vers 50 fragt er zurück, warum hast du so viel Zeit darauf verwendet, mich zu suchen? Didn't you know I would be in my father's house? Wusstest du nicht, dass ich in meines Vaters Haus sein würde? Literally in the Greek, in my father's business or occupation. Im Griechischen ist mehr die Andeutung im Geschäft meines Vaters. She sometimes forgot who he was. Und manchmal vergaß Maria, wer er war. So one hand he was apprenticed to his earthly father's profession, carpentry. Einerseits ging er in die Lehre als Schreiner bei seinem Vater in die Lehre. Andererseits, but now he's also being apprenticed to his heavenly father's profession. Andererseits geht er aber bei seinem himmlischen Vater in die Lehre. Now he understood what he was saying. Jesus verstand durchaus, was er da sagte. But the end of verse 50 says they did not understand what he was implying. Aber in Vers 50 heißt es, dass sie nicht verstanden, was er meinte. But it shows he understands his position, relationship to God the Father. Hier wird aber deutlich, dass er seine Beziehung zu Gott im Himmel durchaus begriffen hat. Again, all the result of the training of Isaiah 50. Und das ist das Ergebnis von Jesaja 50. Let's go back to page 5 of your notes and to the bottom of the page. Seite 5 sind wir nun am unteren Teil des Blattes. In verse 51, Jesus returns to Nazareth in subjection to them. Vers 51 heißt es, dass Jesus gehorsam nach Nazareth zurückkehrt. Now what this verse shows is that subjection does not mean inferiority. Aber dieser Vers macht deutlich, dass sein Untertansein keine Minderwertigkeit bedeutet. Subjection is a matter of divine order. Untertansein heißt, sich einer göttlichen Ordnung zu fügen. Because here you have a superior, the sinless God man, subjecting himself to two inferiors, two sinful human beings. Hier haben wir einen Überlegenen, nämlich dem Gottmenschen Jesus, der sich freiwillig dem Unterlegenen unterordnet. And when a wife is being subject to her husband, it's one co-equal subjecting herself to another co-equal. Wenn also eine Ehefrau sich ihrem Ehemann unterordnet, dann ist es die Unterordnung eines Gleichen unter einen Gleichen. Because it's a matter of divine order. Es geht hier nicht um die Wertigkeit, sondern um die göttliche Ordnung. Here again, Luke emphasizes the humanity of Jesus. Hier wird noch einmal das Menschsein Jesu hervorgehoben. And he notes that Jesus developed into four areas of his human experience. Und Lukas zeigt, wie Jesus sich in vier Bereichen des Menschseins entwickelt. First of all, he advanced in wisdom, meaning he had mental development. Zunächst einmal wächst er in der Weisheit, das heißt, er reift geistig. Secondly, he grew up in stature, he had physical development. Zweitens, er entwickelt sich körperlich. Thirdly, advanced in the favor with God, there was spiritual development. Drittens sehen wir eine geistliche Reifung in seiner Beziehung zu Gott. And favor with men, it was social development. Und schließlich gewinnt er Ansehen bei den Menschen. Hier ist eine soziale Reifung. These are four areas we must develop in our humanity. Das sind vier Bereiche, in denen wir uns als Menschen auch entwickeln müssen. He developed the same four areas of his humanity. Und Jesus ging es nicht anders als jedem von uns. Okay, time is up for tonight. Unsere Zeit für heute Abend ist inzwischen abgelaufen. So I'll tell a rabbi story. Also werde ich eine Rabbinergeschichte erzählen. Then we'll open the floor for questions. Und dann dürft ihr eure Fragen stellen. We'll go as far as late as 9:30, but we'll finish early if there are no questions. Wir können bis 9:30 Uhr fortfahren, wenn es aber keine Fragen gibt, dann entlasse ich euch auch vorher. Unfortunately, I did not write down the rabbi stories that are told here in the past. Leider habe ich mir keine Notizen gemacht, welche Rabbinergeschichten ich in der Vergangenheit erzählt habe.
I've not come across at least two of them since I was here last that you may not have heard. Aber seitdem ich das letzte Mal hier war, habe ich mindestens zwei weitere Geschichten gehört. But how many of you here have never heard me give any rabbi stories? Einige von, wer von euch hat noch gar keine Geschichte gehört von mir? Because I can tell some of my old ones without fear. Also kann ich auch einige ältere wieder zum Besten geben. So I'll give you two of the new ones and then I'll have to do the old ones. Also erst erzähle ich mal zwei neuere Geschichten und dann hört ihr noch ein paar von den alten Geschichten. The first one is of an Orthodox Jewish rabbi who had a poor synagogue in New York City. Die erste Geschichte geht, da dreht es sich um einen älteren jüdischen Rabbiner in der poor synagogue. Und er war Vorsteher einer ärmlichen Synagoge in New York. He was never paid very well. Er hat nie ein besonders gutes Gehalt bezogen. And never could afford to take a trip to Israel, never been to Israel. Und so konnte er es sich nie leisten, eine Reise nach Israel zu unternehmen. But then the donation came in, so he could go to Israel for a 30-day trip. Aber dann gab es plötzlich eine Spende mit der Aufforderung, nimm eine 30-Tage-Reise nach Israel. He did not want to go alone. Da er nicht alleine reisen wollte, there wasn't enough money there to bring his wife. Gab es allerdings nicht genug Geld, um seine Frau mitzunehmen. So he asked her to come with him. Oh, there wasn't enough. Es war also genug Geld da, dass er seine Frau mitnehmen konnte. And she said, well, if I go, I have to bring my mother with me. Und seine Frau sagte, nun, wenn ich selber gehe, dann muss ich natürlich auch meine Mutter mitnehmen. The rabbi said, that's not a good idea. Der Rabbiner sagte, nein, das ist keine gute Idee. Your mother and I simply don't get along. Deine Mutter und ich, wir vertragen uns einfach nicht. Every time she comes with us, there's always at least one argument, sometimes two, sometimes three. Jedes Mal, wenn sie uns besuchen kommt, dann gibt es wenigstens eine Auseinandersetzung, manchmal zwei oder drei. We'll be in Israel for 30 days. Wir werden 30 Tage in Israel sein. That's at least 30, as many as 90 arguments. Das heißt, das sind mindestens 30 Auseinandersetzungen, maximal 90 Auseinandersetzungen. Bringing your mother is not a good idea. Deine Mutter mitnehmen auf die Reise ist wirklich keine gute Idee. His wife told him this. Und da erwidert seine Frau Folgendes. If I go to Israel and don't bring my mother, I'll never hear the end of her complaining. Wenn ich nun selber nach Israel reise und meine Mutter nicht mitnehme, dann wird sie mir das ein Leben lang nachtragen. She will complain to me every chance she gets. Jede Gelegenheit wird sie nutzen, um sich bei mir zu beklagen. Da I went to Israel, I didn't bring her with me. Du bist nach Israel, aber du hast mich nie mitgenommen. Just to keep peace in the family, either go by yourself, that's fine with me. Um des Friedens willen in der Familie, entweder du reist alleine. If you want me to go, I have to bring my mother. Wenn du aber mit mir reisen willst, ich muss meine Mutter mitnehmen. Rabbi said, I don't want to go alone, so bring your mother, I'll find a way to live with it. Und so sagte der Rabbiner, ich will ja nicht alleine reisen, also dann nimm deine Mutter mit, ich werde irgendwie einen Weg finden, damit zurechtzukommen. So all three go off to Israel. Alle drei reisen nach Israel. And sure enough, at least once a day, they had a big argument about something. Und siehe da, mindestens einmal am Tag gab es eine große, heftige Auseinandersetzung. About halfway, they arrived at Jerusalem, about halfway in the trip. Also zu etwa zur Mitte der Reise kommen sie endlich in Jerusalem an. And suddenly, the mother-in-law has a heart attack and dies. Und plötzlich hat die Mutter einen Herzinfarkt und stirbt. Now the rabbi has to figure out how to get the body back to the USA for burial. Und jetzt muss sich der Rabbiner Gedanken machen, wie schafft er die tote Schwiegermutter nach New York zurück, damit sie dort beerdigt wird. As he went to the American consulate to find out what he had to do. Und so geht er auf das amerikanische Generalkonsulat und fragt, wie er das tun soll. And they told him, because of all the red tape in this country, this is very expensive. Und dort erfährt er, aufgrund der Bürokratie in Israel wird das eine ganz teure Angelegenheit. It'll cost about $30,000 to transport the body back to the USA. Er erfährt dort, dass es $30,000 kosten wird, nur um den Leichnam nach Amerika zu überführen. But for only $3,000 you can bury her right here in Jerusalem. Aber für nur $3,000 kannst du sie direkt hier in Jerusalem beerdigen. The rabbi thought for a moment, then said, no, no matter what the cost is, I want the body went back to the USA. Der Rabbiner denkt einen Augenblick nach und dann sagt er, nein, egal wie teuer, ich möchte die Schwiegermutter nach Amerika mitnehmen. I'll find a way to pay for it later.
irgendwie später werde ich irgendwie das bezahlen können. And the counseling worker said, you must really love your mother-in-law to put out all this money. Und da sagt der Beamte dort auf dem Konsulat, sie haben ihre Schwiegermutter wohl sehr gern gehabt, damit sie keine Kosten scheuen, sie nach Amerika zurückzunehmen. Rabbi said, that's not exactly it. Da sagt der Rabbiner, das stimmt so nicht ganz genau. Just I remember years ago hearing a story. Aber ich erinnere mich vor Jahren an eine Geschichte. I don't remember how I heard the story. Ich weiß nicht mehr, wie ich diese Geschichte hörte. I don't remember who told me the story. Ich weiß auch nicht mehr, wer mir die Geschichte erzählte. But I heard the story once. Aber ich habe einmal folgende Geschichte gehört. Years ago they buried a man right here in Jerusalem. Vor Jahren haben sie hier in Jerusalem einen Mann beerdigt. But then 3 days later he came back to life. Aber 3 Tage später kam er wieder zum Leben. Can't take that chance. Und da ist mir das Risiko doch zu groß. Okay, the second one is a bit shorter. Die zweite Geschichte ist etwas kürzer. This rabbi was having problem with his teeth all the time. Es gab einen Rabbiner, der hatte immer Schwierigkeiten mit seinen Zähnen. He'd go to his dentist, they'd be fixed for a while, but they have to go back and fix it again. Er suchte seinen Zahnarzt auf, der hat die Zähne repariert, aber kurze Zeit später musste er wieder zum Zahnarzt. This went on several times. Und das geschah mehrmals. And finally, the dentist told him this. Schließlich sagte ihm der Zahnarzt Folgendes. If you keep doing it this way, in the end it's going to cost you an awful lot of money you don't need to spend. Wenn das so weitergeht, dann kostet es Sie eine Menge Geld, Geld, das Sie sich wirklich sparen können. Let me make a suggestion that in the long term will save you some money. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, das wird Sie langfristig Geld sparen. Let me pull those bad teeth out. Ich ziehe einfach die schlechten Zähne. I'll make you a good set of dentures. Und da fertige ich Ihnen ein Gebiss an. You won't have this problem. You won't have this problem anymore. Und dann haben Sie das Problem nicht mehr. It's a lot of money up front, but in the long term you'll save money. Das kostet zunächst einmal eine Stange Geld, aber langfristig wird es Sie Geld sparen. And the rabbi agreed and had the procedure done. Der Rabbiner stimmt zu und lässt sich eine Zahnprothese anfertigen. In the synagogue service, you have the reading of the scroll of the law and the scroll of the prophets. In einer Synagogenversammlung hat man zunächst einmal die Lesung des Gesetzes und dann die Lesung der Propheten. The rabbi gets up to explain a section of what they read for about 45 minutes or so. Der Rabbi steht auf und erklärt nun einen Abschnitt. Das geht etwa eine Dreiviertelstunde. On the first Sabbath after the procedure, he spoke only for 5 minutes, and then suddenly he quit and sat down. Aber in dem zweiten Abschnitt erklärt das nur 5 Minuten und setzt sich hin. The next Sabbath he spoke for 10 minutes and then suddenly quit. Am nächsten Sabbat hat nur noch 10 Minuten gesprochen, setzt sich hin und hört auf. On the third Sabbath he went for 2 hours non-stop before he quit. Am dritten Sabbat kommentiert den Abschnitt 2 Stunden lang. And after speaking for 2 hours, people got very edgy. Und nach 2 Stunden wurden die Menschen unruhig. And so his elders pulled them aside. Und da haben ihn die Ältesten zur Seite genommen. And said, Rabbi, we don't know what's happening to you. Und sie sagten, Rabbi, was passiert mit Ihnen? The last 2 Sabbaths you spoke way too short. Die letzten beiden Sabbate hast du viel zu kurz gepredigt. But today you went way, way, way too long. Aber heute war es viel, viel zu lang. Rabbi explained what happened. Und so erklärte ihnen der Rabbi, was passiert war. He says, 2 weeks ago was right after my procedure. Er sagte, vor 2 Wochen direkt nachdem das Gebiss angefertigt wurde. After 5 minutes my gums began to hurt. I just had to stop. Nach 5 Minuten tat mir der Gaumen weh. Ich musste einfach aufhören. Then last week I was still getting used to my new dentures. Und vor 2 Wochen, letzte Woche habe ich mich gerade so an mein Gebiss gewöhnt. They were not fitting right, getting a bit loose. Sie passten nicht so richtig, sie wurden wieder locker. So after 10 minutes, I just had to quit. Und dann musste ich nach 10 Minuten einfach aufhören. What happened this morning was this. Aber was heute Morgen passiert, ist Folgendes. When I got up this morning, I was not paying close attention. Als ich heute Morgen aufstand, da war ich nicht sehr aufmerksam.
By accident, I put in my wife's dentures and I couldn't stop talking. Aus Versehen habe ich das Gebiss meiner Frau eingesetzt und da konnte ich nicht aufhören zu reden. So that's the reason. So if your pastor speaks for too long, ask him whose dentures he has in his mouth. Wenn euer Pastor zu lange predigt, fragt ihn, wessen Gebiss er gerade trägt. All right, I'll open the floor for questions. I don't have anything written, right? Wenn ihr nothing written came up. Oh, gibt es irgendwelche schriftliche Fragen? If not, we'll take it from the floor. Wenn nicht, dann dürft ihr eure Fragen so stellen. Okay.